Ja, hallo, hier ist die Heidi von der wisdomfactory.net und ich interviewe ja immer sehr interessante Leute mit interessanten Themen. Und was mich im Moment bewegt, ist Corona und was damit angefangen wird, so was da so um sich geht. Und ich habe einen schönen Artikel gelesen von Wolf Mirkor und da hat er so ein bisschen versucht, das einzuordnen, die verschiedenen Reaktionen, nicht, auf das, was Corona mit sich bringt und die Leute dann oder die Politiker und so weiter, wie sie einzuordnen wären, wenn man Spiral Dynamics nimmt oder ich weiß nicht, ich glaube, es war Spiral Dynamics, hast du verwendet, die Farben, nicht? Und ich dachte, wir sollten das einfach in einem Gespräch noch mal ein bisschen aufdröseln, denn geschrieben ist eine Sache, aber drüber sprechen ist eine andere. Und ja, herzlich willkommen, Wolf Mirkor, und mal gucken, wo wir hingehen. Herzlich willkommen, Heidi. Ja, schön, dass ich mal wieder hier bin. Ja, der Artikel ist auch ein bisschen heftig, ne? 16 Seiten, keine der Medien, die ich normalerweise benutze, um zu veröffentlichen. Ich veröffentliche ja schon ab und an mal etwas, wollten also so einen langen, komplexen Artikel abdrucken oder so. 16 DIN A4 Seiten war denen einfach zu viel. Ich kann natürlich zum Medizinischen nicht so viel sagen. Ich bin Psychologe und natürlich integral informiert. Und mich hat am meisten interessiert, warum ist die Diskussion so heftig und warum gibt es so viele unterschiedliche Meinungen? Und das kann man halt ganz gut mit Spiral Dynamics beziehungsweise Quadrantenabsolutismus und Ähnlichem erklären, dass also mir ist ja so ein Satz vom Ken sehr so wichtig, oder zwei sind es, war aber nur teilweise, beziehungsweise nobody smart enough to be wrong all the time. Das heißt, jede dieser Stimmen hat meines Erachtens einen gewissen Anteil recht. Und eigentlich wäre ein integraler Ansatz, zu schauen, wie alle Quadranten und alle Ebenen berücksichtigt werden in dieser Corona-Diskussion. Und genau das passiert natürlich nicht, weil bis auf die paar Integralen, die von oben oder außen drauf schauen, die meisten natürlich in ihrer Ebene gefangen sind und gar nicht begreifen, dass sie selber eine bestimmte Ebene und einen bestimmten Quadranten vertreten. Und die Leute, die anderer Meinung sind, einfach eine andere Ebene beziehungsweise einen anderen Quadranten berücksichtigen. Und deshalb glaubt jeder, im Alleinbesitz der Wahrheit zu sein und begreift nicht, dass er nur eine Teilwahrheit hat. Ne? Und Genau. erstmal die Heftigkeit der Diskussion, es wird ja ständig diskutiert. Es ist ja nicht so, dass linke, rechte, Mitte-Meinungen zum ersten Mal aufeinanderprallen. Aber ich glaube, dass es so eine Heftigkeit hat, hat viel was mit der existenziellen Bedeutung zu tun. Also für mich ist die Hauptmessage des Coronavirus, dass es eine Todesbotschaft ist für jeden Einzelnen, während also der Klimawandel meines Erachtens vermutlich in den nächsten Jahrzehnten viel, viel mehr Todesopfer fordern wird, ist der abstrakt irgendwann in der Zukunft und man kann sich ja irgendwie in den Keller verkriechen oder sonst was. Und Corona heißt, wenn du Pech hast, bist du in 2 Wochen tot und dann nützt dir dein Geld, deine Stellung, alles, was du hast, gar nichts. Das ist also eine unmittelbare Bedrohung und das wird natürlich nicht reflektiert. Ne, aber deshalb also auch diese Unversöhnlichkeit in den Standpunkten, weil da ganz viel Angst mitschwingt, die nicht reflektiert wird, die nicht ausgesprochen wird. Das ist auch schon spannend, weil sich daran auch schon ein bisschen die Corona-Maßnahmen-Skeptiker, die leugnen Corona ja nicht, deshalb nenne ich sie mal lieber Corona-Maßnahmen-Skeptiker, die meisten zumindest leugnen Corona nicht, von den Corona-Dramatisierern unterscheiden. Ne? Die Corona-Dramatisierer, also die Mainstream-Medien und Politiker und Wissenschaftler, werfen den Skeptikern ja so gerne vor, dass sie Esoteriker sind. Also auf Deutsch, viele der Leute im skeptischen Lager haben einen spirituellen Hintergrund. Und deshalb haben die ein anderes Verhältnis zum Tod als zum Beispiel Leute auf Orange als Hardcore-Materialisten.
Die ist tot, nicht das absolute Ende. Die haben teilweise transpersonale Erfahrungen etc. und sehen deshalb diese ganze Sache etwas gelassener, wogegen also die Dramatisierer, die zum Großteil halt materialistische Weltsichten haben, ganz direkt betroffen sind. Ja. Wenn man das erstmal zusammenfassen, ne, was diese emotionale Wucht der Diskussion. Also du sagst, im Grunde ist es Orange gegen Grün, aber ich finde, in Orange gibt es eben auch zwei Lager. Auch innerhalb der materialistischen Wissenschaft sind die Leute durchaus nicht einig, was das bedeutet. Und es sind ja so viele, ich glaube, 80.000 Papers sind jetzt veröffentlicht über das. Immer so kleine Themen, ja, wurden da untersucht. Was jetzt ein integraler Ansatz wäre, die zusammenzubringen und zu gucken, was heißen die. Ja. Und so geht jeder mit seinem Paper raus und sagt, Corona ist tödlich und furchtbar gefährlich und du musst aufpassen. Und sobald du sogar im Park musst du noch so ein Ding aufsetzen, ja, weil das könnte ja der Virus irgendwo rumkreisen. Und die anderen sagen, nee, selbst wenn du atmest oder singst und du hast irgendwo ganz tief unten im Virus, es kommt fast nichts raus. Mhm. Wenn natürlich ein Abstrich gemacht wird, ganz, ganz da unten, wo der sitzt, da kommt viel mehr raus, als möglicherweise rauskommen könnte aus deinem Mund. Ja? Also die einen sagen, total gefährlich und selbst die Luft ist verpestet praktisch um dich herum. Und die anderen sagen, nee, wir haben doch rausgefunden, das ist nicht so. Ne? Und die werden halt dann ignoriert. Das heißt, das ist dann ein Kampf innerhalb der Orange, wobei natürlich die eine Position halt von der Politik oder von wem auch immer unterstützt wird, ja, damit es ja auch die ganze Geschichte mit dem Impfen, das ist ja auch ein durchaus orangenes Dings, ne? Also mehr wie. Und möglicherweise sind das ja Zusammenhänge, aber da will ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Würdest du dem zustimmen, dass eigentlich hinter all dem steckt die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Angst? Und dass man dann mit Zahlen irgendwie sich beeindrucken lässt und nicht besser hinguckt? So. Also hinter der Emotionalität der Diskussion definitiv die Angst vor dem Tod. Ganz klar. Das ist in meinen Augen die Triebkraft für diese extreme Aggressivität, mit der gerade auch die Politik und die ihr angeschlossenen Medien gegen alle vorgeht, die anderer Meinung sind. Also ich gestehe diesen Menschen durchaus jenseits der irgendwelcher wirtschaftlichen oder finanziellen Motivationen, die vermutlich auch eine Rolle spielen, eine emotionale Betroffenheit zu, die ihnen nicht bewusst ist. Also ich glaube nicht, dass das jetzt alles die totale Berechnung ist oder so, sondern dass die wirklich auch gerade in der Anfangszeit erstmal nicht wussten, was kommt da auf uns zu und lass uns das lieber ein bisschen sicherer machen. Inzwischen hat sich herausgestellt, ja, es sterben Menschen, aber es sterben immer noch viel mehr Menschen an einem Herzinfarkt oder so. Also wir müssen jetzt nicht, zumindest in Deutschland, wo man doch sehr entzerrt lebt, ne? Also wenn ich sehe, auf wie viel Quadratmetern ich hier lebe, wenn ich in einem Slum in Bombay leben würde mit 6 Leuten auf 5 Quadratmetern und das Wasser von einer öffentlichen Wasserstelle und irgendwelche total unhygienischen Latrinen, da ist klar, ne, da wäre die Gefahr deutlich größer, sich jetzt ganz schnell was einzufangen. Und gerade solche Slums, ob das Ruhr, Cholera, sonst was sind, da grassieren ja ständig solche Epidemien. Aber hier in Deutschland ist es doch im Verhältnis entspannt. Ne? Aufgrund der Lebensverhältnisse in Nordeuropa. Und ich glaube, die Schweden gehen da ganz gut mit um. Die machen das, die gucken wirklich von Fall zu Fall, was ist nötig, im Notfall anpassen oder wieder runterfahren oder so, wogegen hier in Deutschland also ständig Lockdown geschrieben wird. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Vertreter aller Ebenen zu allen Lagern gehören, sowohl zu den Dramatisierern als auch zu den Skeptikern. Zum Beispiel alleine, was die rationale Ebene betrifft, es gibt ja Wirtschaftszweige,
die richtig leiden. Die Autoindustrie zum Beispiel oder, ne, oder der Flugzeugindustrie oder so geht es jetzt gerade nicht gut. Es geht nur der Pharmaindustrie gut und den Digitalkonzernen. Ne? Und den Künstlern geht es nicht gut. Und den, ja. Wobei die sind ja dann eher wieder pluralistisch, also eins drüber. Ne? Das heißt, dass das den selber dran schuld, wenn sie so blöde Berufe nehmen, nicht? Und wir brauchen ja gar keine Kunst oder so. Ja, ich als Psychotherapeut, obwohl ich habe gerade gut zu tun oder hätte gut zu tun, weil natürlich das natürlich ganz viele Menschen auch in psychischen Stress bringt. Aber Psychotherapeuten gehören ja auch eher zur pluralistischen Ebene. Klar sind, aber ich wollte damit nur deutlich machen, man kann jetzt nicht einfach sagen, die rationale Ebene, die ist jetzt nur Corona-Dramatisierer, sprich, guckt nur auf die Interaktion des Virus mit dem menschlichen Körper, also den rechten oberen Quadranten, und die pluralistische Ebene schaut jetzt nur links unten, was macht es mit den Beziehungen und mit der Kultur etc. Ne? Also ganz so einfach ist es nicht, weil Vertreter verschiedener Ebenen haben durchaus gute Gründe, entweder dem einen oder dem anderen Lager zuzugehören. Da fällt mir dazu ein, dass wahrscheinlich die aus der grünen Ebene eher bereit sind, was zu sagen, während aus unteren Ebenen, die würden das einfach erleiden und als höhere Gewalt so, wenn die Regierung das befiehlt, dann müssen wir es auch machen und wie es mir geht, ist eigentlich egal. Und ich könnte mir vorstellen, dass die grüne Ebene eher bereit ist, rauszugehen und sich zu beschweren oder so? Ja und nein. Natürlich gibt es zum Beispiel auf der mythischen Ebene, die also so sehr regelorientiert ist, ne, also auf Blau, ganz viele Leute, die sagen, ja, die Regierung hat es angeordnet, wir machen das einfach so. Ne? Klar. Mhm. Andererseits gibt es auch auf der Ebene zum Beispiel Leute, die sagen, es gibt Gesetze und es gibt ein Grundgesetz und das sind ja auch Regeln und wir können das nicht einfach alles außer Kraft setzen oder so. Also ganz viele Juristen denken blau. Ne? Okay. Also ja, Jurist ist ein richtig blauer Beruf, ne? Weil das ist ja. Der perfekte Ausdruck. Und die sagen natürlich, nee, es gibt ein Grundgesetz und da muss schon wirklich was Richtiges passieren, bevor wir das einfach außer Kraft setzen. Ne? Und insofern können also durchaus auch Leute auf Blau in diesem Regelrollenverständnis gegen Corona sein. Also auch da wird wieder deutlich, man kann nicht einfach sagen, die sind Befürworter oder Gegner, sondern der Riss geht mitten durch die Ebenen durch. Ne? Ah, gut, ja. Und wie ist es auf Rot? Rot ist halt eher anarchistisch und sagt, ich bin mir selbst der Nächste, ich mache meins. Das sind eigentlich die Leute, die vermutlich gemeint sind, wenn Orange schimpft. Ihr denkt ja nur an euch. Ne? Also das ist, Rot ist ja so sehr selbstbezogen und so. Und dort ist dann auch wieder die Frage, inwieweit haben sie Angst vor dem Tod? Dann werden sie eher dramatisch sein und werden zum Beispiel Leute, die keine Maske haben, tätlich angreifen. Ich meine, auf der anderen Seite gibt es ja auch Leute auf Rot, die Antifa zum Beispiel, ne? die also inzwischen wirklich zur Knüppeltruppe der Regierung geworden ist. Ja, natürlich, muss man ja also sagen. Die Antifa, die früher wirklich sehr regierungsfern war, ist inzwischen wirklich zur freiwilligen Prügeltruppe der CDU geworden. Ne? Und geht los auf Corona-Skeptiker und greift die tätlich an. Ne? Und einfach, weil sie ja der Meinung ist, dass das alles Nazis sind. Ne? Nazis, was dann eben purpur Stammesdenken wäre, gibt es natürlich bei den Skeptikern. Klar, ne, gibt es aber auch auf der anderen Seite. Auch dort kann man nicht sagen, weil das muss man sich auch mal deutlich machen. Corona ist per se kein politisches Thema. Es geht um die eigene Betroffenheit, lebe ich weiter oder lebe ich nicht. Das ist erstmal kein politisches Thema. Es geht nicht um eine politische Meinung. Deshalb zu sagen, je nach Partei, man ist auch in diesem oder jenem Lager, ist eigentlich völliger Quatsch. Ne? Also das zu politisieren, ist eigentlich ziemlicher Unsinn. Ja, und das ist ja leider was passiert. Und du sagst, wenn die Antifa also gegen die Nazis ist,
benutzt aber, ist auf der roten Ebene und benutzt Nazi-Verhaltensweisen. Irgendwie habe ich das Gefühl, im Moment geht alles, ist alles irgendwie umgedreht. Alles irgendwie stimmt nicht mehr, was man früher gedacht hat, man könnte es einordnen, wer ist denn nun Nazi? Oder mittlerweile ist ja jeder Nazi, der anders denkt, als erlaubt ist oder so. Naja, ich würde es eben raushalten. Also es gibt ja bestimmte Worte einfach, die reine Kampfbegriffe sind, deren Inhalt einfach ist, wenn ich dich so und so benenne, dann enthebt es mich von der Pflicht, mich mit deinen Argumenten auseinanderzusetzen. Genau. Also Covidiot, Verschwörungstheoretiker, Nazi etc. dazu. Um es ganz klar zu sagen, also wenn wir von der Bevölkerungspyramide ausgehen, die durch alle Ebenen geht, bis hoch meinetwegen zu grün, gelb oder gar türkis, dann heißt es, je höher die Ebene, desto weniger Vertreter, sonst wäre es keine Pyramide. Ne? Klar, unten auf den untersten Ebenen sind hauptsächlich Kinder und Jugendliche, die haben jetzt noch nicht so ein Stimmrecht, aber es gibt immer auch Erwachsene, die auf frühen Bewusstseinsebenen hängen bleiben und zum Beispiel faschistische, sprich sehr intolerante Ansichten haben und in ihren Berücksichtigungen von Menschen nur sich selbst oder ihre Familie berücksichtigen, also entweder narzisstisch oder soziozentrisch oder ethnozentrisch sind. Kann ich mal zwischenfragen? Du hast gesagt, sie bleiben auf der grünen Bewusstseinsstufe hängen, aber du meintest einer rot, grün, oder? Einer grünen Bewusstseins, nicht grün, frühen Bewusstseinsebene. Ah, okay, gut, danke. Nein, nicht grün. Grün ist ja schon ziemlich weit oben. Eben, weil das kam mir jetzt gerade, ich habe es falsch verstanden. Okay. Auf einer frühen, also frühen. Beige, purpur oder rot, ne? Und ja. Damit also auch noch einen sehr eingegrenzten Altruismus haben. Und jetzt hast du mich ein bisschen durcheinander gebracht. Oh, I'm sorry. Wo ich hin wollte. Fang einfach nochmal an. Ach so, nee, und auch diese Menschen, wenn sie erwachsen sind, haben, solange sie sich an die Gesetze halten, ein Recht, ihre Meinung zu sagen. Also es ist in meinen Augen ein sehr seltsames Demokratieverständnis, wenn man der Meinung ist, nur weil jemand zum Beispiel eine totalitäre Weltsicht hat oder nur sich selbst oder seine Familie in seinem Altruismus berücksichtigt, dass der nicht auf die Straße gehen darf, wenn ihm irgendwelche Gesundheitsmaßnahmen nicht passen. Also die Idee überhaupt, dass Nazis nicht demonstrieren dürfen, finde ich, ist eine Perversion der Demokratie. Entweder Demokratie gilt für alle, wenn sie erwachsen sind und sich an die Gesetze halten, oder es ist eine Schönwetter-Demokratie, die nur für die bürgerliche Mitte gilt. Was für eine Demokratie wollen wir haben? Ne? Also nur der Vorwurf, weil du Nazi bist, weil ich sage, dass du Nazi bist, darfst du nicht auf die Straße gehen. Ich muss nicht einverstanden sein mit dem, was ein Nazi macht. Aber ein Nazi hat grundsätzlich das gleiche Recht, seine Meinung öffentlich zu äußern, wie jemand auf grün, gelb oder orange. Ne? Also das kann ich ihm nicht absprechen. Ich kann ihm Vorwürfe machen, wenn er gegen Gesetze verstößt. Das gilt aber für Leute auf Orange oder Grün ganz genauso. Ne? Genau. Und was eben schlimm ist, ist, dass das als Schimpfwort gebraucht wird. Ja. Corona-Leugner, Nazi, was hast du noch gesagt? Covid-Idioten. Stell dir das mal vor. Die Menschen werden niedergemacht. Das erinnert mich sehr als das, was schon mal passiert ist, ja. Ne? Dass ein paar Menschen halt einfach nicht zur Menschheitsfamilie dazugehören, sondern die sind weniger. Und die müssen wir draußen lassen, die dürfen nichts sagen und so. Hey, ja, wäre den Anfängen, sagte immer meine Mutter. Ne? Also das sind Tendenzen. Also wenn Menschen das auf der Straße machen, ist es was anderes, als wenn das durch öffentliche Medien geht. Wenn also die Parteivorsitzende der SPD die Leute als Covidioten beschimpft, dann wirft sie einen Haufen Leute, die ursprünglich mal SPD gewählt haben, aus der SPD raus. Ganz klar. Die werden nicht wieder SPD wählen.
Weil wer möchte sich als SPD-Mitglied, nur weil er in einer Gesundheitsfrage eine andere Meinung ist, schon von seiner Vorsitzenden so beschimpfen lassen? Das ist eine Ungeheuerlichkeit eigentlich. Ja, und es ist, wie soll ich sagen, ein Vergehen gegen die Menschlichkeit, andere Menschen so anzugreifen, so niederzumachen, so zu beleidigen. Ja, ja. Das ist keine Umgangsform, in der ich leben wollen würde. Ja. Ja? Ich meine, ich habe mir mal kurzzeitig überlegt, ob ich wieder nach Deutschland ziehen sollte, aber unter den Umständen? Nee, danke. Ich weiß ja nicht, wie es in Italien ist. Ja, das mag so ähnlich sein. Ich halte mich da ziemlich raus. Aber ich weiß, dass die Italiener nicht so gründlich sind wie die Deutschen, wenn es darum geht, Dinge umzusetzen. Ja? Und die haben wir ja bewiesen in der Vergangenheit, dass wir Deutschen sowas in uns haben, dass es alles ganz, 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 ganz genau 150, 200% sein muss. Und das ist hier durchaus nicht der Fall. Also insofern. Das ist sehr Jungfrau betont. Das führt dazu, dass ich wirklich bei meinen Grafiken auf einen hundertstel Millimeter schaue. Das führt dazu, dass Mercedes gute Autos baut. Und das führt dazu, dass, wenn in Deutschland ein Faschismus aufkommt, er besonders gründlich ist. Genau, ganz also genau. Also diese Gründlichkeit ist auf allen Ebenen, sowohl im Positiven als auch im Negativen, weil erstmal ist es ja eine neutrale Eigenschaft, ne? Also dieses sehr genaue, sehr, sehr gründliche. Ja. Ja, wo es halt hingehört. Wollen wir noch ein bisschen über die Quadranten sagen? Im Moment ist ja da oben rechts Quadrant scheinbar der allerwichtigste, dem alles geopfert wird. Ja? Und ich sage bewusst geopfert, weil, ja, wir wissen das. Wobei auch dieser Quadrant ja oft noch sehr Orangenebene betrachtet wird. Es wird also immer nur die Interaktion Virus-menschlicher Körper gesehen. Die, und ich meine, ich habe selber 4 Leute in meinem Bekanntenkreis, die an Corona erkrankt waren, im Frühjahr ein leichter Fall, 2 mittelschwere und einer mehrere Wochen Intensivstation. Das war so ein Mensch Mitte 40 bei der Bundeswehr, so ein richtiger Bulle, den, also, ne, ohne Vorerkrankung, nichts, körperlich völlig gesund. Der ist heute noch geschwächt, kann nicht klar denken, etc. Also das scheint, wen es erwischt, wen es schwer erwischt, nicht harmlos zu sein, um das ganz klar zu sagen. Ne? Allerdings, wie gesagt, es scheint wenige Menschen zu erwischen und man kann auch ein bisschen vorsichtig sein, um es deutlich zu sagen, etwas, was nicht betrachtet wird, ist zum Beispiel den rechten oberen Quadranten auf grün. Also das Thema, ein Thema, was überhaupt keine Rolle spielt, ist zum Beispiel die Stärkung des Immunsystems. Spielt in der öffentlichen Wahrnehmung keine Rolle. Ich esse seitdem wirklich Vitamine, achte darauf, gehe kalt duschen, lauter solche Sachen. Also achte darauf, mein Immunsystem zu aktivieren, um auf die Art und Weise zum Beispiel mich möglichst wenig angreifbar zu machen. Das ist zum Beispiel das, was jeder Mensch selber machen kann, sich zu informieren. Gibt es im Internet genügend Informationen? Und das wäre eine Art, mit der Gefahr umzugehen. Ja, erst die Kamele anbinden, dann Gott vertrauen. Ne? Wie die Sufi-Geschichte sagt, was man selber machen kann, dass man da also auch nicht hilflos ist. Ne? Es heißt ja, ich habe es irgendwo mal gehört, dass Vitamin C helfen soll bei Corona, das sei Fake News und wird ausgemerzt. Dabei wissen wir das seit langem. Das heißt immer, im Winter viel Orangen essen, wenn es Grippewelle kommt und so. Ist doch ein ganz uraltes Wissen, ja, über die Wichtigkeit des Immunsystems. Aber das hat eben keine öffentliche Stelle im Moment. Ne? Und das fehlt mir auch komplett. Und ja, das ist grün und es hat keine, hat keine Kraft im Moment, außer, ja, wie könnte das sein, dass die Menschen mehr darauf hingewiesen sein könnten, dass sie selber was machen können, dass sie selber Verantwortung tragen können, wie es ja zum Beispiel in Schweden passiert ist, ne? Da ist es alles freiwillig. Und die Leute halten sich auch dran. Aber wenn mir befohlen wird, ich muss das und das und das und das und das machen, sonst kriegst du Strafe, das weißt du aus der Psychologie, dass das nicht unbedingt die
Bereitschaft fördert, das auch zu tun, wenn man so als Kleinkind behandelt wird, dem man alles verbieten muss, ne? Ja, man hat mal vor vielen, vielen Jahren gesungen, weil keiner gerne tut, was er tun darf, doch was verboten ist. Das macht uns gerade scharf. Genau. Nee, also insgesamt sehe ich ja, dass es eine Regression der Bevölkerung auf Blau gibt. Ne? Also dass viele Menschen tatsächlich, die vorher auch, und das ist ja auch ganz typisch in der Psychologie, beziehungsweise man kennt es von psychotischen Durchgangssyndromen, auch bei körperlichen Erkrankungen, dass Menschen in bestimmten, also das ist jetzt auch ja wieder Wilber, ne, dass wir nicht fest identifiziert sind auf einer bestimmten Bewusstseinsebene, sondern dass es Kontexte geben kann oder aktuelle Situationen, in denen wir uns mit unserer Identifikation auf der Bewusstseinsebene meistens nach unten begeben, manchmal auch nach oben, aber meistens begeben wir uns nach unten. Und da ist ganz sicher derzeit eine Regression zu betrachten, dass viele Menschen einfach ihre Selbstverantwortung abgeben und sagen, okay, die Regierung hat gesagt und die wird schon machen, ne? Und es eher Menschen sind, obwohl auch dort ja nicht, weil die Linke war ja bisher auch sehr regierungsskeptisch und im Moment ist sie der Erfüllungsgehilfe der Regierung, aber eher Menschen, die der Meinung sind, okay, die Regierung hat sich in der Vergangenheit auch nicht so sehr ums Wohl der Bürger gekümmert, sondern eher ums Wohl der Konzerne. Also wir leben ja eher in der Lobokratie oder Lobbykratie und nicht in der Demokratie. Ne? Man sollte doch wenigstens mal fragen, ob da nicht auch ganz handfeste materielle oder andere Sachen dahinter stehen oder ob das jetzt nicht auch benutzt wird, um nebenbei das eigene Schäfchen ins Trockene zu bringen etc. Und die sind dann auch skeptisch und sagen, also gut, eine Regierung, die bisher sich nicht so um das Volk gekümmert hat, wieso sollen wir ihr glauben, dass sie das jetzt gerade in diesem Moment völlig altruistisch ihre Liebe zum Volk entdeckt hat. Ne? Ich glaube, das ist auch zum Beispiel ein großer Unterschied zu China. China geht ja teilweise viel rigoroser vor, aber China unterscheidet sich von den westlichen Staaten, soweit ich das einschätzen kann, in zwei Sachen. Also einmal denken die sowieso alle viel kollektivistischer und das ist jetzt auch kein Grund, dass man da unbedingt hin möchte, weil man im individualistischen Westen leben darf. Aber die Menschen in China haben gesehen, wie in den letzten 30 Jahren wirklich unendlich viel Armut beseitigt worden ist, dass also ein immer größerer Teil der Bevölkerung am gesellschaftlichen Reichtum partizipiert und dass wirklich die Regierung auch diese Überwachungsmaßnahmen ja durchaus zum Wohle der Bevölkerung benutzt, zum Beispiel um Korruption einzudämmen, Kriminalität einzudämmen und deshalb machen die auch solche Sachen relativ klaglos mit, weil die gehen davon aus, dass die chinesische Regierung wirklich im Wohle des Volkes handelt, weil die hat das vorher auch schon getan. Ne? Die unterdrückt zwar anders denkende Meinungen oder so, ne? Also die Grünen und orangen Intellektuellen, die haben da ein bisschen Probleme, aber was die Masse des Volkes betrifft, und was dazu kommt, die Politik ist dort immer noch stärker als Industrie. Also die Politik kann sagen, wenn mir die Industrie nicht passt, China hat zum Beispiel, das kriegt man hier kaum mit, Ökoprogramme, da träumt Deutschland von. Und die Chinesen sagen ganz klar, die Regierung sagt ganz klar, wenn der Konzern da nicht mitmacht, dann ist der in einem halben Jahr geschlossen. Da sind die rigoros. Und hier in Deutschland, die Autoindustrie und tanzt der Regierung hier auf der Nase rum. Ne? Also die ist ja nur Erfüllungsgehilfe. Und insofern ist in Deutschland, glaube ich, sind viel mehr Menschen skeptisch, ne? Dass die Regierung tatsächlich in ihrem Sinne Politik macht. Ja, es ist kein Vertrauen da, nicht? Ja. Oder nur zum Teil. Also manche vertrauen blind und die anderen vertrauen nicht oder nicht mehr. Ne? Also ich muss wirklich sagen, ich sagte ja vorhin schon, ich bin jetzt über 30 Jahre von Deutschland weg und habe nicht so richtig mitgekriegt, was da so passiert. Und ich bin jetzt ziemlich geschockt, was da passiert, weil ich habe immer noch gedacht, Deutschland ist so wie vor
vor 30 Jahren, ja. Also wo ich denke immer noch an, mein Vater war ja auch Politiker in der Brandzeit und so, ja, also an diese Art von Politik, das ist mir so der Background. Insofern ist mir das gar nicht klar, dass es sich so verändert hat in dieser Lobbygeschichte, ja. Ich denke, das gilt aber insgesamt für die gesamte westliche Gesellschaft. Es gibt zwei Dinge, die, wenn ich sie betrachte, dazu führen, also erstmal die Grund, ich bin ja marxistisch geprägt, dadurch, dass ich aus dem Osten komme, und das ist wirklich toll, weil man jenseits der Propaganda natürlich auch viele Regeln gelernt hat, wie Politik und Wirtschaft funktioniert. Also Marx war ja einfach mal ein kluger Denker, ne? Das muss man einfach so stehen lassen. Und auch wenn ich die historische Mission der Arbeiterklasse für einen der größten Enden halte, die Marx je produziert hat, konnte er trotzdem denken. Und dass er also die immer stärkere Verschärfung des Kapitalismus mit seinen zyklischen Krisen beschrieben hat, die immer größer werden und eben 2008, 2009 die Finanzkrise und es wurde ja seit 2 Jahren gemunkelt, 2020 kommt die nächste große Finanzkrise. Ne? Dann der letzte Weltkrieg ist weit weg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem Kapitalismus kurzzeitig Zügel angelegt, weil man muss ganz klar sehen, der Faschismus überall auf der Welt ist eine Form des Kapitalismus. Irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, Demokratie ist die Herrschaftsform des Großkapitals, solange es die Diktatur noch nicht nötig hat. Mhm. Ich finde diesen Satz großartig, weil der bringt es auf den Punkt. Ne? Also der Neoliberalismus ist zum Beispiel in Chile nach Allende entwickelt worden. Die Chicago Boys unter Milton Friedman haben Chile benutzt, um wirklich den Neoliberalismus in einem Freiluftexperiment durchzusetzen, der jetzt heute die gesamte Wirtschaft dominiert, und in einer Diktatur, in einer faschistischen Diktatur kann man das viel besser. Also das Großkapital braucht keine Gewerkschaften, keine Parteien, keine Demokratie, um Gewinn zu machen. Das ist überflüssig. Und was weggefallen ist, ist die Sog- und Vorbildfunktion für den Osten. Es gibt kein konkurrierendes Weltsystem mehr. Also Nordkorea und Kuba, das sind so kleine Länder, die kann man vernachlässigen, aber mit der Selbstzerstörung des Warschauer Paktes und des östlichen sozialistischen Weltsystems hat es der Kapitalismus nicht mehr nötig, irgendwem Vorbild zu sein. Er kann einfach die Masken fallen lassen und direkt sagen, was er will. Ne? Also das letzte Beispiel Ukraine, den Leuten geht es nicht besser. Im Gegenteil, wenn die gewusst hätten, was auf sie zukommt, dann hätten die ihren Janukowitsch behalten und nicht den Maidan gemacht. Jetzt gibt es Landgrabbing, die Ukrainer gehen als Hilfsarbeiter nach Deutschland auf den Bau und die Frauen als Putzkräfte oder in den Puff. Und das ist die schöne neue EU-Welt. Ich weiß nicht, ob die das gewollt haben. Ne? Ja, ich zu glauben, also diese Idee zu glauben, wenn man sich dem Westen öffnet, kriegt jeder einen Mercedes, das ist einfach eine Illusion. Das ist einfach eine Illusion. Ne? Und das haben die osteuropäischen Länder sehr deutlich gespürt, dass wenn man sich Rumänien, Bulgarien etc. anguckt, denen geht es nicht besser als vorher. Ne? Mhm. Einigen wenigen schon, aber nicht der Masse. Die Masse ist vermutlich nicht glücklich darüber. Ja, wir reden ja jetzt eigentlich über Corona. Jetzt würde ich dich nochmal fragen, wie das ein integraler Ansatz sein könnte, um über diese Krise hinwegzukommen. Wie könnte das aussehen? Ganz klar, integraler methodologischer Pluralismus. Also da hat Wilber ein super gutes Modell geliefert mit seinen 4 Quadranten. Einer Innen- und einer Außenperspektive plus dazu zu sagen, welche kosmische Adresse der Betrachtende hat, sprich der jeweilige Wissenschaftler. Also wir haben 8
8 Zonen innerhalb der 4 Quadranten, die wir betrachten können, und immer dazu zu sagen, auf welcher Ebene oder aus welcher Perspektive heraus der Betrachter, sprich der Wissenschaftler, und dann das Material zusammen zu gucken, okay, das gehört in diese Zone, das gehört in diese Zone, das sind diese, 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 bis alle 8 Zonen voll sind. Das ist überhaupt das Tolle an diesem Modell, dass man immer sieht, okay, da ist noch ein weißer Fleck, da müssen wir noch Wissen sammeln und wir müssen mal schauen, wer sammelt dieses Wissen. Also ich habe das ja am Beispiel des oberen rechten Quadranten schon deutlich gemacht, dass zum Beispiel ein oranger Wissenschaftler sagt, los impfen, und ein grüner Wissenschaftler sagen würde, los das Immunsystem stärken. Das wäre beides rechts oben, aber beides verschiedene Herangehensweisen, die sich nicht ausschließen. Um das ganz deutlich zu sagen, jeder hat Recht, aber jeder nur ein bisschen. Ja, und wer sammelt das und wer, wie könnte das dann Einfluss nehmen auf die Entscheidungen, die getroffen werden? Also solange wir nicht integrale Politik an der Spitze haben, kein integraler Kanzler oder so, der so denken könnte, ist es ja ein bisschen schwierig. Oder mit anderen Worten, was können wir, die wir das Gefühl haben, dass wir schon vielleicht manchmal auf der integralen Stufe herumtapsen, was können wir tun? Was ist unsere Aufgabe in dieser Zeit? Na, im Moment eigentlich nur immer wieder darauf hinweisen. Natürlich, wir haben noch lange, die integrale Bewusstseinsebene hat noch lange nicht die 5 oder 10%, die nötig ist, um Gewicht zu bekommen. Und es gibt immer mehr Leute, ich merke es zum Beispiel an Anfragen von irgendwelchen Masterarbeiten oder so, wo ich gefragt werde, ob ich da mal drüber lese, dass immer mehr Menschen zum Beispiel in der nachwachsenden Wissenschaft integrale Gesichtspunkte berücksichtigen. Aber es ist ja noch nicht mal grün. Wirklich grün bestimmt zwar inzwischen weitgehend den öffentlichen Diskurs, hat aber noch nicht die Macht. Und integral, die Leute kann man immer noch, ich glaube, in Deutschland sind es immer noch unter 1000 oder so Menschen, die vielleicht von denen, oder vielleicht sind es auch 2000, aber auf diese vielen Millionen ist das ein verschwindend geringer Prozentsatz. Wir können einfach immer nur wieder darauf hinweisen, wie eine integrale Sicht aussehen würde. Zum Beispiel, dass es darum geht, alle Ebenen, alle Quadranten, alle Linien zu berücksichtigen etc. und das auch deutlich zu machen, sodass das so peu à peu in die Gesellschaft sickert. Also jetzt in diesem Moment eine integrale Wissenschaftsrevolution zu starten, die das so umsetzt, so klang das eben bei dir, das brauchen wir, ja, das brauchen wir, aber da haben wir nicht die kollektive Resonanz, da ist die unsere Bevölkerung nicht, nicht mal die Wissenschaft ist da schon angekommen. Es war ja so die Hoffnung von vielen. Am Anfang von Corona habe ich ja an vielen Gruppen so mitgemacht, online, spirituelle und auch andere. Da haben sie alle davon geschwärmt, oh, vielleicht ist das jetzt endlich das Umdenken und die Wende ins höhere Bewusstsein und so weiter. Es sieht ja im Moment nicht so direkt danach aus und wahrscheinlich aus den Gründen, die du gerade Jein, weil andererseits natürlich Krisensituationen, und das ist eben das Erstaunliche, wir hätten es ja gerne vorausberechnen zu können. Also, ich weiß, in der DDR, ich war seit 76, seit Wirmanns Rauswurf, war ich Dissident, und dann 89 ging es ganz leicht, aber wieder ganz anders, als ich gedacht habe. Also zu glauben, man kann einen wesentlichen gesellschaftlichen Wandel planen, halte ich für Blasphemie. Also das ist bisher immer schief gegangen. Wir brauchen uns nur die ganzen sozialistischen Revolutionen oder so anzuschauen. Die sind alle in die Hose gegangen. Da haben sich alle irgendwo hin entwickelt, wo sie eigentlich ursprünglich nicht gedacht waren. Wer hat je an Pol Pot oder so gedacht? Und natürlich wird diese Krise eine Wirkung haben, und natürlich wird die Entwicklungsrichtung zu mehr Komplexität erhalten bleiben, solange wir uns nicht
selbst auslöschen, was natürlich auch im Rahmen, immer mehr im Rahmen unserer Möglichkeiten ist. Ne? Also Atomkrieg oder so im Moment wird ja schon wieder dermaßen aufgerüstet. Trotz Corona, die Rüstungsausgaben steigen. Also da greift man sich an den Kopf. Ne? Ob das Geld im Moment, ob wir nicht eigentlich andere Sorgen haben müssten. Ne? Aber oft kommt es im Nachgang solcher Krisen zu Veränderungen, die keiner vorher vorausgesehen hat. Und darauf vertraue ich. Also es gibt immer wieder Brüche und spontane Entwicklungen, die nicht vorhersehbar sind. Mhm. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Und nicht nur in Richtung des Schlechten, sondern auch in Richtung des Guten. Schön. Aber ich würde es gerne noch mal auf die anderen Quadranten eingehen. Mhm. Also du kommst ja mehr oder weniger aus dem Oben-Links-Quadranten. Was siehst du für Möglichkeiten da? Und dann gehen wir mal durch die anderen noch durch. Oder die Entwicklungen in den verschiedenen Quadranten, die du gerade siehst und wo du meinst, dass es vielleicht hingehen könnte, obwohl wir es ja natürlich nicht voraussagen können. Also was ich schon glaube zum Beispiel, weil das erlebe ich im eigenen Umkreis nicht nur gut, weil es teilweise fast auch in Radikalisierungsrichtung geht, dass immer mehr Menschen zum Beispiel kritisch werden, dass die mitkriegen. Also wir sind in so vielen Sachen, haben in so vielen Sachen eine einseitige Berichterstattung und man muss es fast schon Propaganda nennen, ne? Was bisher für die Menschen nicht relevant war. Also der gab ja so einen amerikanischen Philosoph, der festgestellt hat, die Menschheit besteht zu 70% aus, aus Hooligans, Vulkaniern und wie heißen die Bewohner Bilbo Beutlin, wie aus aus dem Hobbitland irgendwo. Hobbits, genau, Hobbits. Also ne, das die größte Gruppe sind die unpolitischen Hobbits, die plötzlich politisch werden, weil diese Sache sie im täglichen Leben plötzlich betrifft. Ne? Also Ukraine oder sowas war weit weg, ne? Aber plötzlich Corona, das betrifft die Leute unmittelbar, sodass sich viel, viel mehr Leute inzwischen politisch informieren, sich Gedanken darüber machen, weil sie teilweise auch die Absurdität sehen. Wie ich. Ich habe ja auch erst jetzt so richtig angefangen, mich damit zu beschäftigen. Genau. Ulasa, meine Liebste zum Beispiel, die hört plötzlich ständig politische Sendungen oder so. Die hat früher immer mich für verrückt gehalten. Ich sage, ich habe meine Grundmeinung, ich brauche nicht jedes Detail oder so. Ich werde mich nicht hinsetzen und hören, was der Drosten oder der Wodak oder sonst was jetzt wieder gesagt hat. Also das ist die ganzen Details, das überlastet mich nur. Ne? Und sie macht es aber plötzlich. Also es führt zu einer extremen Politisierung und Information. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Kultur aus. Ne? Mhm. Wenn immer mehr Menschen anfangen, kritisch zu hinterfragen, was läuft. Das muss nicht immer gut sein, aber es ist eine Bewegung auf jeden Fall. Ne? Es erwacht ein bisschen aus seiner Starre. Ich hatte die letzten Jahre oft das Gefühl, dass über diesem Land ein Betondeckel liegt, der alles dämpft. Und plötzlich ist wieder richtig Bewegung. Ne? Es führt im Institutionellen, also rechts unten natürlich, zu einem Erstarken alternativer Medien. Die Medienlandschaft wird bunter. Mhm. Ja. Es führt natürlich auch zu einer Verschärfung von Repressionen, wie du ja selber gesagt hast. Also als du die Bilder gesehen hast mit den Wasserwerfern, das hättest du dir nie vorstellen können oder so. Ne? Es führt auch, also vermutlich ist das ja eine der Sachen, die im Hintergrund laufen, zu einer Verstärkung der Digitalisierung, wo man darüber sprechen kann, ob das gut oder schlecht ist. Das hat viel damit zu tun, wer es wie anwendet. Grundsätzlich halte ich die Digitalisierung nicht für per se für schlecht. Ne? Also ich bin kein rückwärtsgewandter Naturromantiker.
sondern die Entwicklung der Menschheit geht dahin, immer digitaler zu werden. Also das wird eine Menge Prozesse beschleunigen, möglicherweise. Und ich hoffe aber, dass wir da vorsichtig sind bis hin eben zu einem digitalen Geld. Weil in dem Moment ist es also wirklich spannend. Ich habe gestern gerade wieder die Nachricht von der Abgeordnetenwatch bekommen. Das ist so eine gemeinnützige Organisation, die versucht, die Regierung zu an ihre eigenen Gesetze zu halten, nämlich transparent zu sein, ne, die gerade von der Bundesregierung wieder mit Prozessen und sonst was überzogen wird, beziehungsweise Ablehnungen bekommen hat, dass sie bestimmte Informationen nicht einsehen darf, warum etwas so ist. Wie, also zum Beispiel, die bemühen sich ja schon seit vielen Jahren um ein Lobbykontrollgesetz und sowas. Ne. Dass also wir als Bürger immer gläserner werden und die Herrschenden immer intransparenter. Und eigentlich war ja mal das Versprechen des digitalen Manifestes vor 15 Jahren, dass es genau umgekehrt wäre, dass die Regierungen immer transparenter werden. In dem Sinne ist ja auch WikiLeaks gegründet worden, ne? Aber der Bürger seine Privatsphäre behält, ne? Und das wird natürlich irgendwann einen Druck erzeugen, der auch zu Reaktionen führt. Ganz klar, wenn die Menschen das Gefühl haben, also mein Staubsauger vermisst meine Wohnung und sagt meinem Teppichhändler, was ich für einen Teppich brauche, ungefragt. Also wenn du wissen willst, wo wir dystopisch hingehen, kann ich dir nur Quality Land empfehlen. Das ist also, da gibt es jetzt übrigens den zweiten Teil, der nimmt auch auf Corona Bezug, wirklich sehr böse. Mark-Uwe Kling, Quality Land. Da kann jeder sich informieren, was uns erwartet. Oh Gott, ja. Gut. Aber ich wollte noch was dazu sagen. Dadurch, dass es unten die Institutionen, dass es digital ist, dadurch haben wir als Normalbürger die Möglichkeit, die ganzen Statistiken und alles zu sehen. Mhm. Wir können es natürlich nicht verstehen. Wir brauchen im Allgemeinen, wenn man nicht vorgebildet ist, braucht man jemanden, der es einen übersetzt, ne? Aber im Grunde, wenn man sich wirklich hinkniet und reinkniet, dann kann man sehen, was wirklich passiert. Ne? Und ich meine, gerade mit Corona, wenn du die Statistiken über die Todesfälle siehst, die nirgendwo irgendeine Grenze überschreiten und daraus das ganze Theater begründet wird, das konntest du ohne digital nämlich nicht. Da musstest du das nur glauben. Aber jetzt kannst du es sehen. Und die Gott sei Dank werden ja die Daten offensichtlich ganz minutiös gespeichert, ne, bei den verschiedenen Institutionen. Das ist ja wieder eine Möglichkeit für den Bürger, mündig zu werden. Nur kann man halt nicht alles ständig selber nachprüfen. Ne? Eben, das ist es. Insofern sind wir schon auch auf gute Medien angewiesen. Klar, als Psychologe hat mich das von Anfang an, zum Beispiel, ich habe vier Semester Statistik gehabt, ne? Und natürlich diese RKI-Werte, da habe ich als mich interessiert Erkrankte pro 100.000 Einwohner im Verhältnis zu anderen Erkrankungen. Also mit klaren Referenzgrößen, an denen gemessen wird, dass man eine Idee hat, plus dann eben auch Tote pro 100.000 Einwohner im Verhältnis zu Toten durch andere Ursachen. Das sind interessante Informationen, die Aufaddierung der infizierten Zahlen, bitte, was soll der Quatsch, ohne jede Referenzgröße und das jeden Tag im Fernsehen oder so, das ist eine Beleidigung für jeden Menschen, der ein bisschen Mathematik kann oder so. Das ist unmöglich. Ja, aber von diesen Zahlen lassen sich ja die Leute einschüchtern und erschrecken und leiten, das zu tun, was sie tun haben. Ich sehe hier Leute, im Auto fahren, alleine mit einer Maske vor der Schnauze. Ja, und ich meine, Sauerstoff ist nun mal dafür da, dass wir gut leben können. Und wenn wir unseren eigenen Scheiß, sagt man ja nicht, ständig einatmet, das ist sicherlich nicht ganz besonders gesund. Und was ich dann auch gehört habe, was auch nicht zur Sprache kommt, aber was für mich total Sinn macht, dass die Kindergehirne bis zum 20. Jahr mindestens ganz viel Sauerstoff brauchen, um sich zu entwickeln, dass wir praktisch dadurch, dass wir sie verpflichten, die Masken zu tragen, zu
Idioten machen, also wirklich ein Idioten. Das wären dann die Covid-Idioten, guck an. Das ist jetzt stark gesagt, ne? Aber dass man die Entwicklung stark beeinträchtigt, des Gehirnsaufbau, der Vernetzung und so weiter. Und dieses Video dieser Wissenschaftlerin ist auch der Zensur zum Opfer gefallen, darf man nicht sagen. Das ist übrigens sehr spannend, dort auch einen gewissen Ost-West-Unterschied zu sehen. Also zumindest in Leipzig, ich kriege immer wieder mit, ich kriege ja hier schon ab und an Besuch und so. Ne? Viele Wessis haben ja gesagt, ja, was euch in der Zone passiert ist, das wäre uns ja nie passiert. In Leipzig siehst du so gut wie kein Mensch mit Maske. Du kannst auf der Straße gehen, da siehst du auf einer halben Stunde keine einzige Maske. Und immer wieder Leute aus Hamburg, München sagen mir, weißt du, bei uns rennen die alle auf der Straße mit Maske rum. Das tut hier keiner. Und man kann sich informieren, man weiß, okay, in geschlossenen Räumen, wenn ich dort eine Stunde mit jemandem sitze und spreche, gibt es in dieser Stunde einen vollen Virenaustausch. Aber wenn ich auf der Straße an jemandem vorbeigehe, dann kann mir nichts passieren und allein im Auto mit Maske sitzen, da frage ich mich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Das ist dann blau, nicht, wenn wir das einordnen wollen. Das ist verängstigt das Blau. Ja, also da ja, okay. Sind wir im Osten ziemlich gelassen. Also da das ist klasse. Ne? Also ja, wenn ihr habt, Laden ja. Ist klar, dann setzt du dir deine Maske auf und wenn du rauskommst, als erstes Maske runter, fertig. Genau. Ihr habt ja auch eine gewisse Erfahrung, wie man mit Diktaturen umgeht. Genau. Also man tut so, als ob und ansonsten macht man so. Wunderbar, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen lernen und von euch unterrichtet werden. Nee, ich bin wirklich so dankbar. Ich habe es auch verfolgt, was in Leipzig passiert ist, diese Kundgebung. Und es ist wirklich Hut ab, was ihr also macht. Das habt ihr uns wirklich voraus. Muss man auch sagen, also ich finde es auch richtig, wie die Polizei reagiert hat. Die haben also wirklich auch von sich aus den Weg freigemacht und die Leute sind auch wirklich ganz brav einmal rum um den Ring marschiert und sind dann dort wieder angekommen. Also nicht wie in Berlin, wo man die Leute einkesselt und dann sagt, ihr haltet ja die Abstände nicht ein oder so ein Quatsch. Ne? Und die Bilder, die es dann aus Leipzig gab, das war am gleichen Abend, gab es dann noch in Connewitz, hat die Antifa sich mit der Polizei geprügelt. Das wird dann wieder in die Medien gestellt. Ne? Aber diese vielen zigtausend Leute, die da friedlich demonstriert haben, werden natürlich weitgehend verschwiegen. Und was auch eine Sache ist, ist, auch dort gilt im Prinzip dasselbe wie beim Alkoholtrinken oder ähnlichen Sachen. Wenn Menschen sich selbst gefährden, müssten sie eigentlich das Recht dazu haben. Wenn also auf so einem Platz sich Menschen versammeln, also das muss man einfach nochmal deutlich hinterfragen, die keine Maske tragen und möglicherweise nicht die Abstände einhalten, dann tun die das als selbstverantwortliche Bürger. Wenn die dann 2 Wochen später alle tot sind, dann haben sie das aus eigener Verantwortung getan. Das kann man blöd finden etc., aber jeder Mensch hat das Recht und die Demos in der Vergangenheit haben ja bewiesen, nein, dadurch, dass also Menschen da auf einem Platz stehen, wo der Wind drüber streicht etc., gibt es keine verstärkten Ansteckungen. Also es ist bisher im Nachgang aller großen Demos nicht zu irgendwelchen Anstieg der Infektionszahlen gekommen. Also könnte man ja feststellen, okay, Demonstrationen sind offensichtlich nicht der Ort, wo man sich ansteckt, dass die Gefahr ist, wenn man in einem Kammerchor singt, deutlich größer. Mhm. Ja. Aber das wird nicht wirklich, also wird auch nicht gewollt, dass man darüber diskutiert und das hinterfragt. Genau, genau. Jetzt zum Abschluss haben wir noch den unten links Quadranten. Wie siehst du das als Auswirkung auf die Zukunft, auf das Miteinander? Im Moment werden wir dazu getrimmt, sobald einer kommt, wegzugucken und wegzugehen. Ich habe das Gefühl, das macht was mit uns.
Auch, ja, dass man uns nicht mehr, in Italien tut man sich immer umarmen und Küsschen und so, und das darf man jetzt alles nicht. Und die Leute haben schon Angst vor dir, wenn du ja nur ein bisschen zu nah rankommst. Ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres mit Abschluss der Maßnahmen wieder vorbei ist. Das hat was Tieferes gemacht, in meiner Meinung. Du bist der Fachmann. Ja, das glaube ich schon auch, wobei ich selber halte mich halt nicht dran. Also, wenn mich ein lieber Freund besucht oder ich einen lieben Freund besuche, umarme ich den, das ist ganz klar. Also, das ist auch, ich glaube, wichtig für die seelische Gesundheit, in jedem Falle. Ich glaube, es gibt eine Richtung, eine Entwicklung in beide Richtungen. Es gibt sowohl ein Verkümmern der Menschen, die sich eben in blauem Kadavergehorsam, wie ich es mal nennen möchte, an alle Regeln halten. Und es gibt einen, jetzt erst recht, oder auch so ein gewisses trotziges Aufbegehren von Leuten, die sagen, nee, so nicht. Ne, also ich glaube, es wird auch diesen Leuten noch mal deutlicher, wie wichtig, also der Unterschied zum Beispiel zwischen Demokratie und totalitärer Herrschaft. Also dass das noch mal wirklich bewusster wird, dass wir im Moment, dass sich da zwei solche Grundansichten im Krieg miteinander liegen. Ne, also dass, also sowohl totalitäre Tendenzen in dieser Gesellschaft gibt, gerade weltweit auch durchgesetzt werden, ist ja nicht nur Deutschland, und aber, dass es auch Menschen gibt, die sagen, nee, so nicht. Ne? Und dagegen Aufbewahrung begehren. Ja. Ja. Ich habe mir gerade gedacht, dass vielleicht die Tatsache, dass wir so jetzt so abgeschirmt worden sind, dass man dann vielleicht sogar sensibler wird gegenüber den anderen. Also ich tue ja die Maske auch aufsetzen, wenn ich ins Geschäft gehe, aber eigentlich hauptsächlich darum, weil wenn ich mit Leuten zusammen bin, die so ängstlich sind oder so, dass man möchte es ja auch respektieren. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und wären wir dann vielleicht doch ein bisschen sensibler auf die anderen hin und zu sehen, haben die jetzt Angst oder können die und so, oder auch mit mir. Also das gucken, wie bin ich drauf. Ich habe am Anfang ganz sicherlich auch keine Umarmungen gemacht und jetzt mit manchen Leuten schon, ja, aber es ist sowieso nicht unbedingt meine Ursprungsgewohnheit gewesen. Das ist mehr das Italienische. Ne? Also, dass man dann mehr versucht, in den anderen hineinzuspüren, was ist bei dem los, und sich entsprechend verhält und dann sogar was macht, was man eigentlich Blödsinn findet, aber dem anderen zuliebe das macht. Das also ist bei mir ganz klar auch ein Motiv, ne? Eine Kassiererin im Konsum um die Ecke, die wird am Tag von 500 Leuten angeatmet und kriegt deren Virenlast ungebremst ins Gesicht. Dass ich da Rücksicht nehme, also deshalb, da hadere ich auch nicht mit, wenn ich in den Laden gehe und die Maske aufsetze, ne, dass mir klar ist, nee, die hat eben nicht die freie Entscheidung, die muss da sitzen und mich abkassieren. Ne. Wenn ein Freund mich nicht umarmen will, dann tut er das nicht, dann ist das, ne, seine freie Entscheidung. Und der, aber eine Kassiererin, die kann sich da nicht wehren. Und darauf Rücksicht zu nehmen, finde ich unbedingt wichtig, auf jeden Fall. Ne? Auch sie hat ein Recht, einigermaßen gesund zu bleiben. Und selbst wenn ich damit leger umgehe, es kann eben immer jemand dabei sein, der wirklich Corona hat. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, in meinem Bekanntenkreis gab es auch wirklich schwere Fälle. Sie hatten Recht, da möglichst nicht gefährdet zu werden, wobei eben ganz klar ist, Leben ohne jede Gefährdung gibt es nicht. Dann dürften wir in kein Auto steigen oder so. Ne? Also, aber dass man das relativ gering hält und darauf Rücksicht nimmt, bin ich unbedingt dafür, in jedem Fall. Ja, vielleicht führt es ja doch irgendwo alles zu etwas Guten wenigstens. Schauen wir mal, ne? Jetzt hoffen wir, dass wir zu Weihnachten einigermaßen unbeschwert unser traditionelles Fest leben können. Mal sehen. Was ich schon noch wichtig finde, wo ich auch nur
ermuntern kann, sich zu informieren, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Deutschland wirklich viel, viel stärker auf Corona, gehypnotisiert auf Corona schaut, wie das Kaninchen vor der Schlange, sich bewusst immer mal zu informieren, was sonst in der Welt los ist. Ich glaube, es hat kaum jemand mitgekriegt, dass in der Zwischenzeit Venezuela zweimal von den USA angegriffen worden ist. Das rutscht einfach vorbei. Das geht nicht durch die Medien, wenn man da nicht wirklich schaut in bestimmten Medien, was ist sonst noch los auf der Welt, dass Asien unter Leitung von China, aber einschließlich Australien und Neuseeland, die größte Freihandelszone der Welt gegründet hat. Das wird Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, die können wir uns noch gar nicht vorstellen. Ne? Also in den letzten Wochen wurde mal ein bisschen die amerikanische Wahl noch gehypt, als ob es die eigene wäre, was ja für den 51. Bundesstaat unter Gouverneurin Merkel nicht ganz uninteressant ist, aber es passieren noch viel, viel mehr Sachen auf der Welt, wo es interessant wäre, also die ich wichtiger finde als die täglichen Infektionszahlen oder so, wo es interessant ist, mal hinzuschauen, ne? Das überhaupt wahrzunehmen und mitzukriegen, dass die Welt nicht nur aus Corona oder aus einer Trump-Abwahl besteht oder so. Aber dann bist du ja schon in der Ecke von den Verschwörungstheoretikern so, wenn du dann sagst, vielleicht wird es ja auch so gehandhabt, damit man da nicht hinguckt. Ne? Könnte ja sein. Wer weiß. Ich meine, es ist jetzt nicht ganz neu, dass Fußball-Weltmeisterschaften dazu benutzt werden, unliebsame Gesetze durchs Parlament zu bringen. Ne? Also dieser Trick ist jetzt nicht einmalig. Und so kann man auch eine Corona-Pandemie benutzen, Dinge zu... Also Weichen zu stellen, die hinterher nicht mehr rückgängig gemacht werden können, klar. Aber mir ging es jetzt nicht mal darum, das jetzt zu kritisieren, sondern insgesamt den Blick wieder zu weiten, dass man also nicht mit so einem Tunnelblick nur auf Corona schaut, sondern insgesamt mitkriegt, was passiert denn sonst noch in der Welt? Auf der Welt, ja. Also das... Danke. Das ist eine gute Einladung. Magst du noch, wollen wir deinen Artikel da anhängen? Ich habe alle Seiten durchgelesen. Ja? Ich fand ihn durchaus interessant. Ein bisschen, wenn man am Anfang sieht, 16 Seiten, denkt man, naja. Aber wenn man daran interessiert ist, ist es wirklich eine tolle Ressource. Wir haben es ja so ein bisschen gestreift, aber da hast du das sehr schön systematisch aufgeschrieben. Ja, also gerne setz den Link. Das ist ja ein Permanent-Link auf meiner eigenen Webseite. Den kannst du gerne mit drunter setzen. Und das, also da... Ich kann sowieso besser schreiben, da bin ich auch konzentriert und ich feile ja an dem Artikel, habe ich 3 Wochen gefeilt oder so, ne? Dass das dann wirklich auch stringent ist und nicht so wie jetzt beim Sprechen, da gleite ich nicht in irgendwelche Sachen ab oder so. Hier beeinflusse ich ja auch die Reinheit der logischen Abfolge, indem ich öfter mal dazwischen quatsche. Gut, mach das, alles gut. Okay, dann danke ich dir erstmal und ich hoffe, dass euch das auch gefällt und dass ihr in die Diskussion kommt. Mit wem immer ihr sprechen könnt darüber, denkt drüber nach, was ihr so erlebt, wo gehört das hin? Im Integralen. Ja. Das ist wirklich das Beste, immer zu fragen, was ist die kosmische Adresse und welche Felder sind leer. Das ist so ein tolles Hilfsmittel. Ja, wunderbar. Dankbar für Ken Wilber und seine Theorie. Und das hat uns ja auch zusammengeführt. So, ja. Dankeschön und tschüss. Ja,